Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Sea of Stars. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen weiter. Wir sind ja beim letzten Mal hier in dem Sumpfgebiet gelandet. Und auch bei dieser alten Hexe. Und machen jetzt weiter, Freunde. Auf jeden Fall cool, dass ihr wieder am Start seid. Vielen Dank für eure Unterstützung. Freue mich, dass ihr ja immer noch dabei seid. Und wir gucken doch mal. Gerne an der Feuerstelle rasten. Genau, ja, das hatten wir jetzt schon. Mal gucken, was hat sie denn hier? Ah, das macht ihn. Ja, das holen wir ihm. Verkaufen. Plus 2 nur. Oh, das ist. Nee, dafür ist es zu teuer, finde ich. Was macht das? Zeigt im Kampf die Schwächen, Resistenz von Gegnern an, die keine Bosse sind. Achso, das hatten wir doch schon. Das haben wir doch schon, oder? Egal. Okay, wir machen weiter. Auf jeden Fall cool, dass ihr wieder am Start seid. Wenn es euch weiterhin gefällt, nehmt euch gerne kurz die Zeit, eine Bewertung dazulassen, Freunde. Die Videos sind sehr lang genug dafür. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir eigentlich lang müssen. Ah, hier sind wir schon richtig, okay. Let's go! Okay. Natürlich schieße ich da wieder zu. Freunde, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, auf welche Spiele ihr euch noch besonders dieses Jahr freut. Haut mal gerne ein paar raus. Ich denke mal, viele freuen sich bestimmt auf Spider-Man. Aber da ihr auch dieses Spiel schaut, freut ihr euch auch auf Star Ocean Second Story oder wie das heißt? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Die Demo ist ja auch schon draußen. Ich muss mal schauen, vielleicht, wenn ich jetzt langsam mal mit dem ein oder anderen Projekt durch bin hier, schauen wir mal vielleicht gerne mal in die Demo rein. Mal gucken, vielleicht habt ihr ja da Bock drauf. Könnt ihr mich gerne mal erwischen lassen. Weil, wie gesagt, vom Style her sieht es schon sehr, sehr geil aus. Aber ich glaube, das volle Spiel kommt ja auch erst im November. Aber das Ding ist. Das Ding ist, es ist schon wieder. Der November ist auch so vollgepackt. Also nicht nur hier auf diesem Kanal, sondern auf dem Hauptkanal. Ich weiß noch gar nicht. Also doch, ich weiß schon einiges, was ich hier bringen möchte und was ich dort bringen möchte. Auf dem Hauptkanal und was hier. Aber da hätte ich eigentlich. Theoretisch hätte ich da auch schon Bock drauf. Auf das Star Ocean. So. Na, gucken. Könnt ihr mich ja gerne mal wissen lassen. Und wie gesagt, auch was ihr euch sonst so freut. Ja, auch nächstes Jahr sieht so krass aus mit Rollenspielen, ne? Boah, was da alles rauskommt. Ja, Mann, ey, ich weiß nicht, ey, durch diesen Kanal ist irgendwie wieder so einfach die Liebe für die Rollenspiele zurückgekommen, weil wie gesagt, auf dem Hauptkanal hätte ich dieses Spiel zum Beispiel auf keinen Fall gespielt. Hätte ich nicht gemacht. Aber hier ist natürlich auch schade, sage ich euch ganz ehrlich, ist natürlich schade, dass ihr jetzt nicht so die Aufmerksamkeit bekommt. Aber ja, auch nicht nur bei mir. Also ich glaube, meine Videos sind noch mit die am besten laufendsten in Sachen Let's Plays. Es ist halt einfach. Ja, es ist halt wieder traurig, dass ein Spiel so untergeht, obwohl es echt gute Bewertungen überall bekommt. Aber nun gut. So ist es halt. So ist es halt. Ach Mann, wie schlecht! Verdammt! Drehgrätsche! Ja, mach doch, komm! Verdammt, ey! Muss auch mal blocken, ey! Er auch nochmal, natürlich! Wie gesagt, geil wär's, wenn du hier noch die Kämpfe ein bisschen beschleunigen könntest. Das wäre echt ganz gut, ehrlich gesagt. Weil die schon teilweise echt ein bisschen lange gehen. Die Animation. Und das zieht sich schon bei den Kämpfen, wenn du einige hintereinander hast. Ich meine, die Kämpfe machen Spaß, so ist es nicht. Aber vielleicht will man dann ab einem gewissen Punkt noch einmal ein bisschen schneller, vielleicht auch zum Beispiel beim zweiten Mal durchzocken. Beispielsweise. Deswegen, keine Ahnung. So, den holen wir erstmal weg hier. Zack. Jetzt macht er den wieder? Nee, okay. Ey, ich krieg's aber auch nicht hin, den richtig zu blocken, ne? Sehr gut. So, jetzt muss ich nochmal hier ran. Diesmal ein bisschen besser hier, bitte. So, sehr gut. Auf jeden Fall schon mal besser als gerade eben. Ach, halt doch. Egal, hat gereicht. Hat gereicht, alles gut.
So, die Pilze schnappen wir uns. Ja, das schafft er nicht. Pilzklinge. Ist doch bestimmt für sie. Ja, okay. Sonst ist hier nichts, okay. Machen wir wieder ab. Okay. Was haben wir hier Schönes? Na, was haben wir hier? Den normalen Weg oder was? Da unten ist aber auch noch eine Höhle. Ach, egal. Ich hoffe, da war nicht ausgerechnet jetzt die super, mega, mega super Kiste. Okay. Okay. Gegen wen kämpfen die denn? Was machen die da? Haben die sich gegenseitig bekämpft? Nee. Sprintschlag einmal gegen alle, bitte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ey, wie gesagt, nächstes Jahr. Ey. So viele Rollenspiele. So viele geile. Persona 3 kriegt das Remake. Hätte ich übertrieben Bock drauf, aber die Persona-Games sind halt auch einfach Games, die dauern einfach 100 Stunden plus. Ich denke mal, der dritte Teil auch. Yakuza, das neue Spiel, wird ja auch wieder ein Rollenspiel sein. Dann bringt der Microsoft hoffentlich auch mal ein paar von den anderen Rollenspielen raus. Fable und so, vielleicht ja nächstes Jahr. Boah, du Scheiße, ey. Verdammt. Natürlich gehst du auf ihn, du Sau, ey. Ach, verdammt! Mach doch, ey! Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Was machen wir denn mit dir, ey? Wir heilen dich erstmal hoch. Du darfst auf jeden Fall nicht sterben, ey. So, erstmal den weghauen. Sehr gut geblockt. Ja, natürlich. Komm, greif an, ey. Ach, verdammt, ey. Hätte ja auch gut und gerne mal reichen können, der Angriff. Muss mit dem hier angreifen. Und natürlich Final Fantasy, ne? Also Final Fantasy freue ich mich extrem drauf, nächste. Mann, warum immer so schlecht, ey? Wo sind die dicken Super-Kombos von mir? Gab es die jemals? Ist die Frage. So, jetzt haut den doch mal kaputt, das meine ich halt. So ein 0815-Kampf dauert so lange teilweise. Wirklich. Das meine ich halt. Wenn man das mal ein bisschen beschleunigen könnte, wirklich. Das wäre super. Super schön. So, bevor wir jetzt hier direkt in den nächsten reinlatschen, ey. So, Skill, du machst nochmal einmal da, zack. Bing, 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 bing.
Bing, bing, bing. BDB. Ich hätte auch einfach vorbeigehen können, oder was? Naja. Und zack, hier runter. Wo ich hier die Pilze sehe, natürlich Mario RPG kommt ja auch dieses Jahr noch. Da habe ich eigentlich auch voll Bock drauf. Auch im November. Ey, es ist... Boah. Vollgepackt mit so viel Games noch dieses Jahr. Und ich habe schon so viele gezockt, ey. Und zocke gerade auch so viele. Es ist einfach... Bewegt sich nicht. Das ist ganz komischer Farbton hier jetzt gerade. Dieses rote. Bisschen unangenehm für die Augen gerade. Ehrlich gesagt, ohne Witz jetzt. Für mich ein bisschen unangenehm gerade. So. Boah. Boah, ey, ohne Witz. Boah. Gar nicht gut gerade für die. So. Ah, komm, Schmetterschneeball. Ach, komm, hör auf, ja. Ist ja süß. Du Loser. Ach, weißt du was? Hau doch einfach mal die Bombe raus. Einfach warum? Warum auch nicht, wie gesagt. Zack. Na ja, gut, einer ist schon mal weg. Eiszapfen. Ich dachte, die würden jetzt mit Stein angreifen. Felsengeld steht doch sogar da. Na gut, okay. Sehr gut. Okay, du bist das. Und noch eins. Tür, geh auf. Schnell rein da. Ah ja, schon besser. Schon besser von der Optik und wieder raus. Ah. Da unten ist eine Kiste. Ich muss die Kiste haben. Wenn ich sie sehe, muss ich sie natürlich auch haben. Ja. So, und? Ist da was? Ist jetzt so schnell weggedrückt. Zahnrad? Irgendwas? Was war das jetzt? Hm. Items. Hier? Ja, das hier, Zahnrad-Prototyp. Okay. Komm mit, Freunde, komm mit! Zack! Ey, Angriffe, die Gruppe angreifen, die komplette Gruppe ist einfach besser. Das sind immer die besten Angriffe. Ich hoffe, die machen, ich hoffe, die machen noch irgendein anderes Game. Mal schauen, ey. Wie gesagt, ich kann euch nur Messenger empfehlen. Ist halt aber eher, ein, wieso geht denn das nicht? Steht der unten nicht genauso weit entfernt von dem in der Mitte wie der von oben zur Mitte? Ja, okay, dann halt nicht. Ja. Ist halt eher so ein Metroidvania-Game, wo du echt gute Skills später brauchst und so. Ist schon, aber auch nice. Auch da haben wir gesagt, Musik haben wir schon ein Stück hier gehört, habe ich ja dann erwähnt. Das ist auch geil, einfach geiler Style so. Also die haben zwei richtig geile Banger-Games rausgehauen. Ich habe irgendwo jetzt aufgeschnappt, dass es im gleichen Universum spielt. Vielleicht deswegen auch, dass die Musik da geteilt wird. Aber wie und was und warum, keine Ahnung.
Das war einfach nur die Sonne. Ich hätte es die ganze Zeit verstellen können. Ja, gut aus, ne? Wusste ich nicht. Ich dachte, es wäre einfach hier so in dem Gebiet. Robustes Zahnrad. Ja, das ist richtig gut sogar. Das Uhrwerksschloss. Wir sind da. Der Eremit der Zwietracht ist irgendwo da drin. Oh oh. Ihr. Unser Eid erlaubt nicht, dass wir euch ins Akolyten-Hauptquartier lassen. Und was ist mit eurem Eid als Krieger der Sonnenwende? Der wurde nicht freiwillig geschworen. Valer, bitte hört zu. Tretet sofort zur Seite. Halte dich an den Plan, Brugaves. Der Eremit wird die Vernunft lehren. Gut. Wir brauchen nur etwas Zeit. Bitte, Sale, ergebt euch. Vergesst es. Dann tut es mir leid, aber die Akolyten müssen das Erweckungsritual vollenden. Wie ihr wollt. Ich denke, wir sollten das hier wohl auslassen. Okay. Ja, kämpft doch einfach mit. Ist doch egal. Das ist ja wohl komisch. Als wenn die fair kämpfen würden, ey. Die sind bei der bösen Seite. Obwohl, wie gesagt, ah, das ist halt so das Ding. Ich verstehe auch die. Ich verstehe die auch. Ich verstehe, warum die das. Warum die das auch wollen und warum sie die ganze Zeit sagt, das ist nicht freiwillig und so. Und die Kinder werden gezwungen und werden reingeboren, ohne irgendeine Wahl zu haben. Mondschakus. Okay. Ach. Okay. So, den machen wir mal eben. Schlecht. Okay. Direkt noch mal hinterher. Schlecht. Oh Gott. Mach doch, ey. Schlecht verteidigt. Sehr gut. Na, was machst du jetzt? Was machst du jetzt, ey?
gut. Direkt nochmal hinterher. Jetzt muss man mal richtig reinknallen hier, bitte. Sehr gut. Sehr gut. Aha! Verdammt! Schlecht! Das sollte reichen. Ja, die haben nur mit uns gespielt. Ja. Ihr könnt euch uns anschließen, wenn... Denn vor Ort wagt es nicht. Gehen wir, Brewgames. Ja, die haben doch nicht ernst gemacht. Das hat man ja gespürt. Das hat man ja gespürt. Die haben nicht ernst gemacht. Was ist denn hier los, ey? Looten. Ist doch schon, ey, das ist doch. Wir wollen mäßig zeigen, guck mal, wie krass wir hier sind. Wir haben alles, was es braucht. Was ist das denn für ein Vieh? Boah! Was sind das denn für Dinger, ey? Alles mit Zeit, wa? Ja, alles mit Zeit. Die haben Uhrenkopf. Und das ist auch eine Uhr. Okay. Wieso ist Rashan jetzt eigentlich drin? Den habe ich doch gar nicht eingewählt. Ach, egal. Das hat ganz gut reingehauen. Sehr gut. Ey, die greifen jetzt jede Runde an, oder was? Schweine, ey. So, weg mit dir, ey. Okay, ey, die Musik, die ist, ist einfach zu geil. Ja. Ich geh mal, wir müssen wahrscheinlich erst links und rechts irgendwas öffnen. Ja, okay. Da passiert gar nichts. Hey, warum hat das nicht gezählt? Das ist Betrug! Na gut. Eigentlich wollte ich gar nicht auf den gehen, aber egal. Ey, die Musik, ey. Ich kann gar nicht aufhören, hier mitzusummen, die ganze Zeit. Ach, oh. Bruder, warum machst du es so kompliziert? So. Hat was? 300... Ah, ich wollte schon... Mann, ey, kein Doppelschlag, scheiße. Kein Doppelschlag, weil einfach nur schlecht. Mann, Mann. Wieder kein Doppelschlag, sag mal, was ist denn hier los gerade? So.
Ein Gartenschlüssel. Okay. Ja, ich brauche wahrscheinlich hier, aber auch, was muss ich denn hier machen? Hier stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. So. Mein Gott. Okay. Okay, jetzt haben wir es. So, und jetzt hier raus. Schlüssel haben wir auch schon und jetzt geht's hier durch. Okay, das hat doch direkt gepasst, sehr schön. Okay. Komm, geh doch runter, okay. Okay, so. Nicht so? Soll der da rein oder was? Ah, okay. Okay. Okay, gut, alles klar. Ach, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, ey? Wir arbeiten, damit das Uhrwerk hier am Laufen bleibt. Der sieht wichtig aus. Ja, das ist es. Ich freue mich jetzt schon auf ihre Gesichter. Oh, Besucher! Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Garn und das sind hier meine Freunde. Sail, Valer, Serai und Reshan. Hallo zusammen, ich bin Sail. Ich will nicht unhöflich sein, aber... Bist du ein Mensch? Ziemlich faltig für ein Kind, was? Das liegt daran, dass ich und meine Freunde schon sehr lang 10 Jahre alt sind. Was meinst du damit? Zeit. Was ist damit? In diesen Mauern vergeht sie nicht. Oder zumindest nicht in den Körpern der Bewohner. Wir können keinen normalen Tod sterben, müssen aber auf ewig hierbleiben. Dieses Zeitgefängnis ist seit Jahrhunderten unser Zuhause. Würden wir gehen, würden wir sofort altern und sterben. Das ist die Quintessenz. Puh, das ist düster. Schon gut, es gefällt uns hier. Außerdem sind wir hier für immer Kinder. Cool, oder? Es ist zwar nicht unbedingt das Nonplusultra, Maschinen für die Bösen herzustellen, aber besser als die Alternative. Und was wäre die Alternative? Frag die Assassinen. What?
Tja, was führt euch nun hierher? Ja, frag doch mal! Was soll das? Frag doch! Was ist denn jetzt los? Frag doch! Ey, sag mal, ey, das ist jetzt wirklich lächerlich, dass sie nicht da fragen jetzt. Das ist wirklich lächerlich, sorry, ey. Wir wollten es mit den Akolyten aufnehmen und den Eremiten der Zwietracht besiegen. Ach ja? Dann müsst ihr hier durch diese große Tür gehen, die zur Ritualkammer führt. Um das zu tun, müsstet ihr allerdings den Hauptschlüssel der Uhrmacherin ganz oben im Uhrenturm holen. Und um das tun zu können, müsstet ihr erst das magische Siegel an der Tür zum Uhrturm aufbrechen, mein Gott. Sieht also nicht gut aus. Und außerdem, wieso solltet ihr dem Eremiten gewachsen sein? Sale und Valier sind Krieger der Sonnenwende. Wirklich? Beweis es! Lasst es Nacht sein! Seht mal! Wow! Gibt's nicht! Habt ihr das gesehen? Sale, oder? Komm doch mal her. Berühr mal diesen Kristall mit der Hand. Es funktioniert! Sale, du Genie! Was war das? Der Beweis, dass Magie der Finsternis katalysiert werden kann. Die Konsequenzen sind beispiellos. Heißt das, du kannst uns helfen? Ja, dieses Experiment ändert alles. Wir haben nun einen Apparat, der euch gegen den Eremiten helfen wird. Ihr könnt jetzt in den Uhrturm gehen. Ich will immer Uhrenturm sagen, aber Uhrturm, das klingt irgendwie so komisch. Holt einfach den Hauptschlüssel, während wir die Vorbereitung treffen. Die Akolyten werden sich wundern. Das war so cool. Ich würde das Licht auch gern kontrollieren. Versuchen wir es. Kommt schon, wir müssen den Apparat fertig machen, bevor sie wiederkommen. Mach das mal mit uns, Sael. Haha, okay, aber nur kurz. Ach Leute, das ist doch ein... Sein Aussehen soll doch dingend sein, oder? Zurück in die Zukunft. Wegen Zeitreise und Jungblame und Uhren und so. Zumindest erinnert mich das. Vielleicht könnte... vielleicht auch nicht. Kann das sein. Vielleicht soll es das auch nicht sein. Okay. Lauf, lauf, lauf. Alles geht hier nach Zeit. Lauf, lauf, lauf. Alles geht hier nach Zeit. Okay. Okay, jetzt muss ich das hier wieder verschieben. Okay, hier gibt es nur eine Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Immer grünes Blatt. Immer grünes Blatt. Plus 30. Boah, ey, Junge.
Ja, sie kriegt das auf jeden Fall schon mal. Obwohl. Kraftgürtel. Achso, sie hat das schon. Okay, dann kriegt er es. Sie hat schon einen. Und trotzdem so wenig Lebensenergie. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, Mann. Oh Mann, oh Mann, Mann. So, Leute. Ihr kriegt das auf die Schnauze. Es muss sein. Und es tut mir nicht leid. Sehr gut. Ich habe in die Mitte gezielt. Warum trifft er denn nicht alle? Die waren doch komplett nebeneinander. Was soll das? Das ist schon wieder Betrug hier, ey. Das ist doch schon wieder Betrug. Und tschüss. Ach, so lange noch bis zum Level Up. Das ging schnell. Haha. Ja, so sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. So, wir müssten ja nach oben, ne? Okay. Gibt's hier irgendein Problem? Ja, komm runter, ich seh dich! Schwein, du, ey. Du Schwein! Na gut, dann machen wir das also. Hauptsache der ist tot in der Mitte. Na gut. Ey Junge, ich dreh schon wieder. Ich dreh jedes Mal durch wegen der Musik. Aber das ist einfach. Ist halt auch einfach geil, oder? Jetzt mal ernsthaft. Es reicht nicht. Warum? Ach, schade. So, dann eben so. Sehr gut, geil, du. Geiler Typ, du. Ah, okay. Nice, 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 nice. Und wie kommen wir jetzt an die Regenbogen-Dingsbums? Ah, jetzt ist offen. Ja. Aber wie kommen wir da jetzt ran? Naja. Egal. Hier ist bestimmt auch noch ein Bonus oder was. Aber wie komme ich denn an die Regenbogen-Dings? Ich konnte es ja nicht mehr verschieben.
Ah, jetzt ist es gelockert. Wir mussten sogar hier hin. Okay, gut. Rauf da! Okay. Nee, lass sie das mal machen. Okay. Ja, sehr gut. Hauptsache der Enemy ist schon mal weg. Ach, der hat auf den gemacht, dass seine Runden schneller loslegen oder was? Ja, okay, jetzt habe ich es euch verstanden. Doppelschlag! Hallo! Bitte mach einen Doppelschlag nächstes Mal, bitte. Mensch, was ist denn hier los hier gerade schon wieder? Eine Gärte der noch. Noch 26 jetzt. Okay. So, einmal bitte die Skills hinsetzen. Einmal hier, einmal da. Erstmal die Kiste. Blaues Blatt. Das ist bestimmt MP, wa? Das ist bestimmt MP. Bloß 5 MP. Puh. Magie, Verteidigung plus 10. So. Okay, jetzt müssen wir wieder so umständlich rüberklettern. So, weiter nach oben. Ah. Hey. Hallo. Bist du die Uhrmacherin? Hör mal, wir brauchen den Hauptschlüssel, um... Was auch immer. Ich beteilige mich nicht an Konflikten. Ist das dein Hauptschlüssel? Merkwürdig, scheint ganz offensichtlich so zu sein. Heißt das, wir können ihn nehmen? Ich weise lediglich auf die Merkwürdigkeit dieser Situation hin. Ich hab zu tun. Okay, ist die cool. Ah, oh, schade. Schon vorbei mit dir? Ey. Nicht anfassen! Okay, sorry. Ihr wollt mich so einer Partie reden oder so? Seid nicht albern. Ihr habt doch nicht mal alle Champions besiegt. Das ist wohl. Okay, die schienen ganz cool zu sein irgendwie. Was haben die denn da gebaut? Was haben die da gebaut? Habt ihr den Schlüssel? Haben wir. Perfekt, die Tür ist gleich da oben. Während ihr die Akolyten beschäftigt, schmuggeln wir den Apparat in die Ritualkammer. Er wurde vor einiger Zeit für den zweiten Turm entwickelt. Ihr müsst den Eremiten also irgendwo dorthin locken. Irgendwie. Klingt riskant, aber ich bin sicher, wir schaffen das. Warte mal, bis ihr in ihn in Aktion seht. Die Mühe lohnt sich. Bist du sicher, dass er funktioniert? Jetzt, wo wir bewiesen haben, dass man Magie der Finsternis katalysieren kann? Ja. Okay, wir haben einen Plan. Okay, das ist eine super, super mächtige Tür. Warte mal eben kurz. Erstmal, genau, einfach, ja, stimmt, ey, das ist ganz gut.
Nochmal kurz kochen und kurz speichern. Warte einen Moment. Okay, rein da, Leute. Schauen wir doch mal. Ihr seid ein wenig früh, fürchte ich. Gut. Der Eremit der Zwietracht ist noch nicht bereit zum Spielen. Wir erledigen ihn. Hinfort mit euch. Hahaha. Wie kühn, zu denken, dass ihr gegen uns vier bestehen könnt. Kühn und verblendet. Okay. Die sind so knallhart, ey. Sahel, was denkst du, wo du hingehst? Zurück in deine Werkstatt. Sofort. Ihr habt gerade größere Probleme hier drüben, ihr Widerlinge. 3. Los. Okay, was geht denn jetzt, ey? Okay, nicht durchdrehen jetzt hier. Ach du heiliger Bimam, boah. Was mach ich denn als erstes jetzt? Ja, ich versuch den jetzt einfach mal erstmal. Ja! Sehr gut, sehr gut! Sehr gut! Jo, okay. Boah, was? Oh Gott. Warum darf der zweimal angreifen? Ich glaube, ihn muss ich wieder als erstes platt machen. Ich weiß es nicht. Ihn? 3? Und dann ihn, Die sind die krassesten, ne? Okay, den muss ich nochmal raushauen hier, Er ist ja komplett durcheinander, die Reihenfolge. Mann, ey! Hat gut reingehauen, hat gut reingehauen. Sehr gut. Ey, der haut so stark rein, ey. Ja, aber auch. Boah. Drecksau, du, ey. Sehr gut. Nein. Was, Alter, was? Ach du heilige Scheiße. Okay, alles klar. Auf dem Heiler als erstes. 90! Dumme Scheiße, ey. Dumme Scheiße, ey. Das wird übel. Das wird ganz übel enden, Freunde. Weiß ich euch, wie es ist, ey. Er ist schon mal K.O., weil er 15, 25 Mal angreifen kann. Alles klar. So eine Scheiße, ey. Okay. Okay.
sehr gut. Gott, Alter, hauen die rein. Die ist jetzt auch K.O. Super geil. Ja, ruf die Armliche 25 Jahre lang. Wie gesagt, wenn du wenigstens die Animation überspringen könntest, das ist halt... Die ist schön gemacht, ohne Scheiß, die ist schön gemacht, aber... Ich muss sie mir jetzt nicht jedes Mal ansehen, weißt du? Das ist halt einfach ein bisschen... Bisschen nervig. Okay, so, willst du mal aufstehen? Danke, schön, super. Auf da auf die Sau, ey. Ja! Was machst du denn jetzt? Ja! Besiege die Akku. Wow, was? Kommt viel zu selten, ey. Lebensenergie. Hau drauf da, ey. Ja, Magieangriff, ja. Auf da. Magieangriff. Let's go. Ein Mana-Punkt. Okay. Ja, Lebensenergie. Ah. Oh yeah. Endlich, er ist wach. Wach und wütend. Schnell, wenn wir laufen, haben wir eine Chance. Laufen? Der Eremit kann euch riechen. Verstecken ist zwecklos. Genau darauf zählen wir auch. Narrin, direkt ins Maul der Bestie. Wo sind Brugaze und Dingsbums? Ey, das ist ohne Witz, ich sag's immer noch nach, keine Ahnung, 20 Stunden. Das erinnert mich so sehr, dieser Sound an Donkey Kong. Country. Super Nintendo. Das Amulett der Sonnenwende vibriert. Superpower! Oh, geil. Oh, yeah. Okay, die Sonnenfinsternis ist bereit. Beeilung. Achtung! Da kommt er wieder. Jetzt geht's aber hier richtig ab, wa? Jetzt geht's hier aber richtig ab. Möchtet ihr euch meine Waren ansehen?
Ja, natürlich, Bro. Ach du Heiliger, das ist nicht stark. Bambushobel. Ja, damit. Muss erstmal verkaufen, Bruder. Was haben wir denn hier? Wir haben noch bestimmt noch ein paar Waffen, die wir nicht brauchen. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Warte mal. Das haben wir 85 Mal oder was? Tatsächlich, okay. So, warte mal, ich will erstmal gucken. Okay, gut. Ja, okay. Danke, Kleiner. Jetzt geh ich schnell weg. Obwohl, du bist wahrscheinlich älter als wir. Wenn ihr hier schon ewig rumhängt. Da bist du ja. Sahel, wie lautet der Plan? Ihr bekämpft dieses Ding einfach mit allen Mitteln und der Kristall wird einen Teil der freigesetzten Energie absorbieren. Wenn er aufgeladen ist, feuert er. Verstanden. Gut gemacht, Team. Das Gerät ist perfekt kalibriert. Wir machen jetzt den Weg frei. Viel Glück, Sonnenwendkrieger. Vielleicht durch die Sicherheit. Bereit, Valer? Sicher. Wir können nicht viel tun, aber wir werden euch unterstützen. Ich rühre den Eremiten nicht an. Aber... Gal und ich unterstützen euch. Zeig dich endlich, du Sau. Okay, es ist Zeit. Okay. Wahrscheinlich erstmal einfach nur überleben. Ne? What? 100 Schaden? Okay, alles klar. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warum auf sie? Und schon ist sie tot. Das ist doch nicht mehr normal. Ey. Ach. Na, das ging sogar. Das ging sogar. Nice, nice, nice. Ist halt die Frage, wie viel wir aufladen müssen, ne? Oh! Okay, ist schon. Oh, 5000 Schaden! Oh, oh. Nein, nicht auf Gal. Nicht auf Gal. Okay, gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, es bringt ja nichts. Ich bringt ja nichts, mit den anderen anzugreifen. Machen wir eh kennen schon. Sehr gut. Okay.
Sehr schön. Laser der Sonnenfinsternis. 4000 Schaden nur. Okay. Schaden. Du dumme Sau, ey. Ach Mist, ich hätte ihn heilen sollen damit. Ich wollte gerade sagen, ey, habe ich nicht noch andere Sachen? Okay, Combo, Jumbo, super. Machen wir den mal einfach. Ah, wie schlecht. Ah, Gott. Alle guten Dinge sind drei? Nee, oder? Er bringt jetzt zum Einschuss. Batterie auch leer. Bald. Und Rishan sitzt da immer noch. War leer? Der Kristall ist kaputt. Bleibt noch der Eremit. Ich weiß nicht, was sie jetzt tun können. Oh, gut, dass mein Rucksack das meiste abbekommen hat. Mir geht's gut. Such besser vor leer. Er sagt gar nichts. Oh oh, mal leer! Wir müssen weiterkämpfen! Ja, müssen wir wohl. ...114 Schaden, ach leck mich doch, ey. Warum stellt sie sich wieder in Sail rein, Mann, ey? So dumm. Natürlich. Okay, wir müssen unser Bestes geben, anders geht es nicht. Sie schaffen es nicht, aber... Rishan, du musst helfen, jetzt! Nun? Der Kodex, ich darf einen Eremiten nicht anrühren. Hey, das ist ungerecht. Wir waren bisher immer nett zu dir. Ihr habt den Bedingungen zugestimmt. Zum Teufel mit deinen Bedingungen. Wow! Du Narr! Oh, das schlägt dir fast den Boden aus. Was geschieht jetzt? Lass mich reden und egal was passiert, erregt nicht seine Aufmerksamkeit. Wessen? Was ist denn jetzt los? Unser Herr kehrt endlich zurück. Unser Herr und Meister. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Das war ich nicht. Ach, immer dieselben Ausreden. Die Fiole der Zeit hat einen Eremiten berührt.
Egal, ob Absicht oder nicht. Das geht auf deine Kappe. Also, Auge um Auge. Aber dazu später. Apfelrohl. Apfelrohl. Eremit der Zwietracht, wie? Flashmancer, Meister, wir... Eins. Ja, Meister, es ehrt mich, dass ihr euch erinnert. Wie konntet ihr so lange überleben? Sicherlich habt ihr viel Zeit außerhalb des Schlosses verbracht. Aufopferung. Aufopferung und Hingabe. Wir haben die Vampirrose benutzt. Die Vampirrose. Sagt, tut es weh? Ständig. Interessant. Ich weiß, eure Hingabe zu schätzen. Meister. Dennoch, einen Eremiten zu erwecken. Wer hat für den Blutmond gesorgt? Wir waren das. Ihr habt meinen Dank. Was wünscht ihr? Meister, darf ich? Sprich, die magischen Fähigkeiten der Zauberin sind einmalig. Ich denke, sie wäre eine perfekte Großleutnant für euer aktuelles Hauptquartier. Und was ist mit dem anderen? Er zieht es vor zu vergessen und möchte nur die Zusicherung, dass er nie wieder gegen die Krieger der Sonnenwende kämpfen muss. Verstehe. Ich will den Eremiten der Zivitracht nicht wieder verlieren. Akolyten? Meister? Seid ihr bereit, bis in Ewigkeit zu dienen? Nichts wünschen wir mehr. Dann geht nun, gemeinsam mit meiner liebsten Schöpfung. Ich werde mich um eure Verwandlung kümmern. Ja, ihr vier sollt mit dem Eremiten verschmelzen und zu seinem Gewissen werden. In ferner Zukunft werdet ihr geeint zurückkehren. Als König einer neuen Rasse. Hab Dank, Meister. Mischt euch nicht ein. Diese Kreation wird unaufhaltsam sein. Nun brauche ich wohl einen Adjutanten. Kampfkünstler. Möchtest du vergessen? Ja, und nie wieder gegen die Krieger der Sonnenwende kämpfen. Dann sorgen wir dafür, dass du lange, lange nicht gebraucht wirst. Geh, folge dem Eremiten und den Akolyten. Valer, es ist nicht zu spät, falls... Wir haben nichts zu besprechen. Sail, ihr zwei könnt mitkommen und frei von... Hinfort! Rette dich, mehr kannst du nicht tun. Erlina, wenn es möglich ist, werde ich dich finden. Lebe, Brugays. Alles, was ich tat, tat ich für dich. Erinnere dich nur. Genug, Zeit zu gehen. Brugays, stimmt's? Dann werde ich dir eine neue Gestalt und einen neuen Namen geben und all deine Wünsche erfüllen. Mein ganzes Leben tat ich, was von mir erwartet wurde, nur um ständig hören zu müssen, ich wäre zu langsam. Ich wünsche mir nur eine Sache, neuer Meister. Ich will in meiner Rolle gewachsen sein. Oh, keine Sorge. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du der schnellste aller Zeiten sein. Zauberin, es scheint, mein aktueller Herrschaftssitz wird demnächst angegriffen.
Verteidige ihn mit mir. Dann mache ich dich bei einem Abschied zur Weltmeisterin. Weltenherrscherin. Bist du einverstanden? Bin ich. Dann werde ich dir eine neue Gestalt und einen neuen Namen geben und all deine Wünsche erfüllen. Ich will Macht. Unendliche Macht. Perfekt. Geh. Ich werde bald bei dir sein. Also, wo war ich? Los, hinter uns! Auge um Auge, also, Rishan. Ein einziger Schlag, das ist der Deal. Wieso? Hast du Angst, dass sie nicht mehr ertragen können? Wie du willst, du erbärmlicher Verlierer! Gal! Hahaha! Achtung! Oh nein, was macht er? Das war so klar. Ich dachte, wir hätten erkannt, dass man die Zeit nicht stoppen kann. Wie machst du das, Rishan? Sie ist nicht wirklich gestoppt. Ich hatte beim Experimentieren mit Zeitschleifen eine Erleuchtung. Man kann die Zeit nahezu anhalten, indem man eine unendliche kurze rekursive Sequenz erschafft. Genial. Und ich schätze, diese Kristalle hier halten die Zeitschleife zusammen. Sie sind wunderschön. Wie nennt man sie? Zeit später. Du warst stets der größere Künstler. Ich würde ja zu gerne einen behalten, aber sie lösen sich wohl auf, wenn man die Zeitschleife bricht, oder? Also, wie ist es dir ergangen? Hast du wieder jahrhundertelang im Archiven gestöbert? Wann reicht es, Aferol? Aferol, hast du immer noch kein Gefühl für das Leid und den Schmerz, den du hinterlässt? Oh, bitte nicht wieder dieser Vortrag. Diese Krieger der Sonnenwende, wieso reist du mit ihnen? Sie sind noch nicht bereit, aufzusteigen. Wir werden sehen. Denkst du, sie werden mir nachjagen, um mir wieder eins auf die Finger zu geben? Du hast eine gesamte Spezies erobert. Ha, du weißt genau gut, so gut wie ich, dass diese Leben ohnehin verloren sind, sobald du die Zeitleiste neu setzt. Du schiebst es also immer noch auf. Verstehe. Mehr Fehltritte machen es nicht besser, Aferol. Ihr Leid ist real. Genau wie meines. Weißt du was? Okay. Überspringen wir die übliche Debatte. Und um die Frage zu beantworten, ja, ich denke, diese beiden werden dich aus deiner aktuellen Festung vertreiben. Bring mich nicht zum Lachen. Selbst wenn sie irgendwie das Sternenmeer überqueren könnten, die Zauberin würde mich schützen. Und wie du sicher selbst siehst, ist ihr Potenzial endlos. Sie schaffen das, ich bin sicher. Na, sieh mal einer an. Rishan will unschuldige Kinder der Sonnenwende gegen ihren ehemaligen Mentor ins Feld schicken. Aber ich bin der böse Junge. Gegen ihren ehemaligen Mentor. Der Gedanke, dass du mich mit einem Fingerschnippen aufhalten kannst. Aber nein, du klammerst dich an die dämliche Überzeugung, dass irgendwann alles gut wird. Genug. Hahaha. Wie du willst. Danke fürs Gespräch, Partner. Ah! Karl! Ah! Ah! Nein! Rishan, tu was!
Er wurde direkt getroffen und hat keine innere Magie, die ihn schützt. Nicht mal ich kann helfen, leider. Wer ist jetzt der Verlierer, hä? Du bist demnächst tot. Irgendwelche letzten Worte? Ah! Karl, nein! Oh, scheiße, Alter. Oh, oh. Wir dürfen nicht verlieren! Hä? Sale! Ältester des Nebels? Dein Freund muss etwas sehen, bevor er dahin scheidet. Aber es ist Zeit. Spürt sie, entfesselt eure wahre Macht und bringt mir Gal. Der Älteste des Nebels, wir müssen sofort los. Was? Das ist viel zu weit. Gal stirbt. Erkennst du es nicht, Valer? Oh, scheiße, Alter. Wenn man fliegt, sind die Wege immer kurz. Was ist hier? Was ist, geht da? Was ist denn hier los, Mann? Wie krass ist das jetzt? Solen. Sane. Du warst also doch der Funke. Lauf, solange du kannst, Flashmancer. Die Zauberin und ich erwarten euch. Kommt, wenn ihr es wagt. Karl! Luana! Schnell! Ey, was ist denn hier los jetzt? Heilige Scheiße, Alter. Fühlt es sich irgendwie besser an? Ich... nicht wirklich. Say, das tut wirklich weh. Es tut mir so leid, Kumpel. Mir wird immer kälter. Egal. Hey, wir sind immerhin geflogen. Das ist doch gut, oder? Haha, ah. Halt besser still. Also, werdet ihr Alina und die Flashmancer jagen? Das ist jetzt völlig egal. Offenbar sind sie an einem fernen Ort geflohen. Mach dir deswegen keine Sorgen, Gral. Bleib einfach bei uns. Ich würde euch gerne helfen, dorthin zu gelangen. Ich wünschte, ich könnte euch ein letztes Mal helfen. Oh, wenn der Tod naht, locken die offenen Kapitel der eigenen Prophezeiung. Vielleicht findet sich dort Hilfe, wenn ihr erlaubt. Sale, ich hatte eben eine Vision. Ich glaube, ich weiß, wie wir sie finden könnt. Ihr sie finden könnt. Danke, Ältester des Nebels. Ich verstehe jetzt. Das Sternenmeer. Aber es ist zu spät. Hätte ich doch noch einen Tag. Komm schon, Kind. Wenn du nicht fragst, kann ich es nicht tun. Wenn der Moment kommt, fragt nach einer Flasche mit geliehener Zeit. Rishan, ich verlange eine Flasche mit geliehener Zeit. Alter, ihr habt mich fast bekommen. Boah, Alter. Ich mache erst kurz durch an, ey.
Okay, das war wirklich ein Volltreffer. Ich fühle mich, als ob... Ah. Au. Hey, ich bin... Hör mal gut zu, Gal. Dieses ätherische Gefühl in dir ist eine Nebenwirkung der geliehenen Zeit. Die Magie des Tranks hat nur gewirkt, weil du klare Absichten verfolgst. Du existierst momentan zwischen den Realitäten. Die geliehene Zeit lässt dich hierbleiben, bis deine Tat vollbracht ist. Doch verstehe, am Ende wirst du dennoch sterben. Das lässt sich nicht ändern. Alter. Ist gut. Ich verstehe. Und ich weiß genau, was zu tun ist. Erstens. Gal. Hä? Willst du einfach so tun, als wäre nichts passiert? Ich habe nicht viel Zeit, Valer. Ich möchte das Beste daraus machen. Sag das nicht. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Gibt es nicht. Tut mir leid. Wenn du die Zeit nicht für die von dir angegebenen Absichten nutzt, läuft die geliehene Zeit sofort ab. Leute, ist schon okay. Ich habe schon viel mehr geschafft als jeder andere gewöhnliche Mooncradle. Mooncradle, Junge. Ich will bloß ein letztes Abenteuer mit euch erleben. Gals letzte Bestimmung, in die Tat umzusetzen, wird seine geliehene Zeit am nachhaltigsten verlängern. Du verstehst das nicht. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Dafür ist es ohnehin zu spät. Ich möchte bloß ein letztes Mal helfen. Könnt ihr das für mich tun? Bitte, es ist mein letzter Wille. Davon gibt es immer bloß einen. Komm schon. Das hier oder gar nichts. Ziehen wir es durch, okay? Ziehen wir es durch. Ziehen wir es durch. Also gut, tun wir es. Wir benötigen die Erlaubnis anderer Leute, um euch über das Sternmeer zu bringen. Wir brauchen eine Art Druckmittel. Ich weiß genau das Richtige. Wo sind diese Leute? Hoch oben! Ich schätze, das Fliegen war eine spontane Sache, oder? Nun, ich weiß nicht genau, wie wir das gemacht haben. Die Verbindung kam zustande, aber eure neuen Kräfte müssen erst wachsen. Schon gut, es gibt einen anderen Weg. Der geheimnisvolle Schrein da draußen im Ozean, südlich von Mesa Island, hat irgendwas damit zu tun. Jed kann uns näher ranbringen. Los! Alter Schwede. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich weiß ja gar nicht wohin. Ich weiß ja nicht wohin jetzt. Also zu wem jetzt? Zu wem soll ich mich jetzt werfen lassen? Ich kann mir doch nicht die Namen merken. Doch voll richtig so. Puh, Leute, Himmelwärts Schreinbrücke. Der Schrein, den du gesehen hast, ist das Ding da drüben. Ja, ich bin sicher. So können wir jene erreichen, die uns Zugang zum Sternmeer ermöglichen können. Er ist außer Reichweite. Enthielt deine Vision auch Details darüber, wie man dort hinkommt? Nein, ich weiß nur tief drinnen, dass wir alles haben, was wir brauchen.
Mal leer. Pfade im Wasser. Hä? Gemacht, Valer. Beeindruckend. Woher wusstest du das? Das Orakel der Gezeiten meinte, ich könnte die Verbindung herstellen. Das war der Hammer! Und jetzt können wir darauf laufen. Na los! Das kitzelt. Hat es funktioniert? Allerdings. Hier sind wir definitiv richtig. Los geht's. Leute. Alter Schwede. Ey, Leute, Leute, Leute. Okay, ich fische mal eben kurz, Leute. Ihr wisst es, ihr kennt es, wir machen es. Bis gleich. Okay, Bruder, ich habe den ganzen Teich wieder leer geräumt, leer gefischt. Jetzt können wir mal weitermachen. So, wir müssen wahrscheinlich jetzt hier hin. Wolkenkönigreich. Wow. Wer hätte das gedacht, hä? Wisst ihr, was ihr da draußen sucht? Ein Publikum. Wie? Es gibt da so einen Rad-Dings, glaube ich. Sehen wir uns um. Was mich aber wirklich stört, dass sie nicht mal nachfragen, was mit Sera ist. Was ist da los? Was die Kleinen im Uhrenturm gesagt haben. Ja, frag die Assassinen doch mal. Ja, warum fragt ihr denn nicht? Das sind so Sachen. Das hasse ich, Alter, wirklich. Wenn das schon so offensichtlich offen angesprochen wird, dann tu es doch auch. Selbst wenn dann die Antwort ist, ja, ich kann das nicht sagen und so, okay, alles klar, wir reden später drüber, wir haben noch zu tun. Das wäre besser gewesen, als es gar nicht anzusprechen. Das wollen wir so. Das sind so Sachen, wie gesagt, das regt mich übelst auf. Ich mag sowas gar nicht. Weil das macht einfach keinen Sinn. Jeder normale würde fragen, ey, was meint er denn damit? Wenigstens. Und wenn sie dann sagt, ey, ich kann da jetzt nicht drüber reden, wir haben noch zu tun, ich erzähle euch das später. Ach du Scheiße, was ist das denn? Junge, was ist denn jetzt hier los? Was machen die denn hier jetzt? Die sind doch überall. Neue Noten? Na ja, damit. Ihr tut so, als wäre das vollkommen normal. Habt ihr wohl alle Spaß? Ich kann das schwören, ja, okay. Falls ihr Rast begehrt, habe ich einen Platz für Besucher eurer Größe. Okay. Schlaft gut. Hä? Ist vollkommen normal für die, oder was? Ach, guck mal hier. Ey, Alter. Frech. Oh, ihr habt ein neues Artefakt gefunden. Lasst mal sehen.
Neue Geschichte freigeschaltet, das Uhrwerkschloss. Ja, das passt doch gut. Die Nomaden nennen Mire. Uhrwerkschloss. Hey, wollt ihr eine Geschichte hören? Ja, ja, komm. Hä? Hey, erstmal Uhrwerkschloss. Keine Lust, jetzt hier 10 Minuten wieder am Stück vorzulesen, ehrlich gesagt. Als Afirul erstmals in unsere Welt kam, brachte er eine Gruppe von Kindergenies mit. Glaubt man den Gerüchten, haben Zael und seine Freunde mit ihm ausverhandelt, ihr Volk zu befreien. In der neuen Einsatzbasis des Flash-Mancers mühten sie sich ab und erschufen Maschinen für unbekannte Zwecke in fremde Welten. Doch eine solche Basis muss erst errichtet werden. Also begab sich Afirul auf die Suche nach dem für ihn besten Kollaborateur. Er brauchte jemanden mit moralischer Neutralität, da er befehlen und nicht konkurrieren wollte. In diesem neuen Versteck würde er sich Reshan überlegen erweisen und ein Schloss bauen, das die Zeit selbst kontrollieren könnte. Die Uhrmacherin war wie dafür geschaffen. Sie interessierte sich nur für ihr Handwerk und hatte sonst keinerlei Interesse an Afiruls Maschinen. Sie bat im Gegenzug lediglich darum, ihre eigene Werkstatt zu bekommen, wo sie in Ruhe gelassen werden wollte. Der Handel kam zustande und gemeinsam erdachten sie das Uhrwerkschloss. Die Uhrmacherin begann, Pläne für die Produktion durch die Kinder zu skizzieren und erledigte die komplexeren Teile selbst. Inzwischen belegte Afirul zahllose Zahnräder und Ziegel mit Zaubern, um ihnen eine nicht nachvollziehbare magische Aura zu verleihen. Der Bau war beinahe abgeschlossen, als Zael und seine Mannschaft zu Tat schritten. Eines Nachts drehten sie an den exakt richtigen Rädchen, wodurch die Kernfunktion des Schlosses ausbleiben würde, sobald der Dauerbetrieb aktiviert wurde. Sie hatten allein die Absicht, den Plan des Flashmancers zu durchkreuzen, und in dieser Hinsicht war ihr Erfolg überwältigend. Infolge der Sabotage kam es im Uhrwerkschloss zu einem Stillstand der Zeit, oder besser gesagt, unter seinen Bewohnern. Die List funktionierte so gut, dass Afirul nicht einmal bemerkte, dass sie es absichtlich getan hatten. Zwar würde es Reshan diesmal nicht beeindrucken können, doch eine ewig währende Werkstatt hatte für ihn definitiv auch positive Aspekte. Zuletzt sorgte er dafür, dass alle Sterblichen, die das Schloss verließen, sich unmittelbar um die darin verbrachte Zeit gealtert fühlten. Nach der Fertigstellung sperrte Afirul alle für ein Jahrhundert ein und sorgte dafür, dass Uhrmacherinnen und Kinder das Schloss nicht verlassen könnten, ohne an Altersschwäche zu sterben. Die Uhrmacherin dachte nicht weiter darüber nach und beschloss sich, bis in die Ewigkeit auf ihr Handwerk zu konzentrieren. In diesem Zeitgefängnis müssen Zael und seine Freunde jedoch tagtäglich hart arbeiten. Voller Zuversicht, das Richtige getan zu haben, scheinen sie sich mit ihrer Lage abgefunden zu haben. Es hilft möglicherweise, auf ewig Kind zu sein. Vom ersten Tag an lieferten sie stets Ergebnisse mit geringem Fehleranteil und dem Flashmancer Kopfzerbrechen zu bereiten, ohne dabei Verdacht zu erringen. Es bleibt eine gewisse Dankbarkeit darüber, dass das Leid aufgeschoben oder gar abgewendet wurde, dank ihrer gerissenen Art, Afiruls Zeit zu verschwenden. Ende. Die zwei Alchemisten. Ist das die Geschichte zu Reshan? Nee. Vor vielen Jahrtausenden zogen zwei mächtige Alchemisten namens Reshan und Afirul aus, um das Elixier des Lebens zu erschaffen. Mit Erfolg. Da alles in der Alchemie seinen Preis hat, sorgte die Gabe der Unsterblichkeit für den Verfall ihrer Körper, woraufhin diese unter farbenprächtigen Gewändern verbargen. Erst erfreuten sie sich an den Vorteilen ihrer Unsterblichkeit und verbrachten Jahrhunderte damit, die Welt zu pflegen, Wunder zu wirken und Sterbliche zu inspirieren. Mit der Zeit jedoch sehnte sich Afirul nach der Vergänglichkeit, die er nie wieder spüren würde. Und so begab er sich auf die Reise in die verbotene Kunst der Alchemie. Eine Reise, auf der alles Gute aus seinem Herz verschwand, während er mit Seelen, Knochen, Fleisch und Blut experimentierte. Das Schicksal führte dazu, dass Afirul vom Bösen vereinnahmt wurde und zum Flashmancer wurde, einem rachsüchtigen Unsterblichen, der die Welt mit seinen Monstern heimsuchte. Reshan intervenierte, so gut es ging, doch es kam zu unaussprechlichen Chaos und Kollateralschäden, als die ehemaligen Freunde mit göttlichen Kräften gegeneinander kämpften. Nach langem Ringen entdeckte Reshan, dass die einzige Schwäche der Fleischschergen Sonnen- und Mondmagie wäre. Mächte, die nur Kinder der Sonnenwende besitzen. Er begann, diese Kinder zu Kriegern der Sonnenwende auszubilden, um sie allein gegen die Kreation des Flashmancers ins Feld zu schicken. Doch auch Afirul wusste immer besser Bescheid und war schließlich dazu in der Lage, seltsame Wesen mit unbegrenztem Potenzial zu erschaffen, die Eremiten.
Diese Eremiten waren wegen Magie unempfindlich, sorry, waren gegen Magie unempfindlich und offenbarten nur bei einer Sonnenfinsternis Schwächen, die während eines kurzen Zeitfensters von Sonnenkriegern ausgenutzt werden konnten. Es zeigte sich, dass Eremiten stets wuchsen und sich am einheimischen Leben ernährten. Solange sie sich selbst überlassen, würden sie sich zu Weltenfressern entwickeln und allen Verderben bringen. Bewaffnet mit Wissen und Macht streiften die Krieger der Sonnenwende durch die Welt, um Eremiten aufzuspüren und zu bestimmen, welche bei der nächsten Sonnenfinsternis zu bekämpfen wäre. Mit genug Wachsamkeit würde es so nie einen Weltenfresser geben, doch Rishan wusste, dass diese Pattsituation Aphorol dazu bringen würde, etwas noch Schlimmeres zu ersinnen. In einem verzweifelnden Versuch voranzukommen, führte Rishan kühn Transmutationsalchemie am Raumzeit-Kontinuum selbst durch. Nachdem er die Realität in zahllose Zeitleisten und Parallelwelten geteilt hatte, hängte er seine Alchemie-Fiole an den Nagel und betätigte sich fortan als Archivar. Auf einer endlosen Reise durch alle Realitäten katalogisierte er alle möglichen Resultate, um eine Lösung gegen die Qualen des Flash-Mancers zu suchen. In der Zwischenzeit erfreute sich Aphorol an den so gut wie endlosen Zerstörungsmöglichkeiten, die sich für ihn eröffnet hatten. Um in ihrem unsterblichen Konflikt eine Friedensmaßnahme zu entwickeln, schlossen die beiden Alchemisten den Pakt, jederzeit Leiste ihr eigenes Schicksal zu gönnen. Also begann das Katze-und-Maus-Spiel zwischen den Eremiten und den Kriegern der Sonnenwende auf der einen und Rishan und Aphorol auf der anderen Ebene erneut. In unendlich vielen Zeitleisten und über viele Jahrhunderte hinweg wurden manch Welten nie von Aphorol besucht, während andere von ihm gebrandmarkt wurden. Einmal markiert, war es nur eine Frage der Zeit, bis eine Welt oft erst nach Jahrhunderten der Unruhen ihr Ende erreichte. Jede von ihnen wurde entweder durch einen Weltenfresser vernichtet oder durch den Aufstieg von Kriegern der Sonnenwende zu Wächtergöttern dauerhaft gerettet. Ob Rishan plant, die Zeitleisten neu zu arrangieren oder dazu überhaupt fähig ist, bleibt abzuwarten. Ende. Reicht jetzt, ey. Die andere Geschichte werde ich jetzt nicht auch noch vorlesen, Alter. Reicht. Das ist auf jeden Fall interessant, weil das die Figuren betrifft hier. Puh, Freunde, ich würde aber auch sagen, die Folge ist auf jeden Fall lang genug. Es ist sehr viel passiert. Wenn die Story die ganze Zeit so auf diesem Level wäre. Puh, Freunde. Also das war richtig krass jetzt, was jetzt hier passiert ist. Hat mich auch ein bisschen mitgenommen, ehrlich gesagt, mit Gal. Obwohl man eigentlich nicht so viel erzählt hat mit dem, aber wie das präsentiert war. Er ist einfach auch grundsympathisch, er ist einfach so positiv. Und dem will man doch nichts Schlechtes, weißt du, deswegen war das schon sehr traurig, dass er jetzt, ja, einfach nur geliehene Zeit hat. Wie gesagt, auch mit der Musik und der Präsentation, das war schon echt gut gemacht. Ja, wie gesagt, ey, geiles Spiel. Trotz allem muss ich schon sagen, jetzt so 2-3 Stunden bis zu diesem Punkt hätten es schon gerne weniger sein können. Für meinen Geschmack, weil sehr viel, holen wir erstmal den Schlüssel, dann den Schlüssel und so. Ja, die versuchen es natürlich mit Gameplay aufzufüttern, aber das ist so das, was mich jetzt hier wirklich reizt, weil die Story, so die ersten Stunden, die waren auch eher so gemächlich, sag ich mal. Und jetzt, jetzt geht's richtig ab, ey. Wie gesagt, jetzt bis zu diesem Zeitpunkt 2-3 Stunden weniger, um ein bisschen noch knackiger zu sein, das wäre geil, weil ich denke mal, es geht noch ein paar Stunden. Deswegen, ja, mal gucken. Also, danke fürs Zusehen, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein, liken, kommentieren. Hashtag Gal oder einfach Gal. Gal, unser Mann. Einfach mal irgendwas reinballern in die Kommentare. Ein bisschen pushen hier das Projekt auch. Ja, danke dafür. Haut rein und tschüss.